So, hallo zusammen. Heute wollen wir klettern die Wasserfallplatte in Mörrel. Und jetzt sind wir gerade beim Zustieg. Das sind 3 Seillängen. Die erste und letzte 5C. Und die mittlere ist 6a. Man muss die selbst absichern. Da sind nur die Standplätze eingebohrt und glaube ich in der zweiten Seillänge 2 Haken auf einer plattigen Stelle. Da sieht man die Platte schon und dahinter ist der Wasserfall. So, hier gab es eine Abzweigung. Hier ist aber eine Brücke, da müssen wir aber nicht lang, sondern links. Daneben beim Baum und Steinmann geht's weiter. So, da sieht man sie jetzt, die Platte und den Wasserfall. Und ab hier auf jeden Fall mit Helm. Und hier ist Steinschlaggefahr. Die Route ist, wie gesagt, zum Selbstabsichern. Und wir haben jetzt hier 3 Keilsets mit. Und Friends, größere Head-Sang-Tricks und kleinere Friends. Und noch alpine Schlingen. Und das ist der Müll, den ich nachher von irgendeinem Raucher mitnehme. Wie gesagt, direkt neben dem Wasserfall. Hier ist ein kleiner See, echt schön, kann man auch baden. Und der geht ganz schön weit hoch, der Wasserfall. So, der erste Keil ist gelegt, allerdings ziemlich weit unten, relativ, hier geht es jetzt im Riss weiter. So, also hier bin ich lang, habe schon echt viel gelegt, weil ich nicht wüsste, ob es alles hält. Und hier geht es weiter hoch. So, hier habe ich gerade einen Klemmkeil gelegt, seht ihr den? Gut, oder? Und hier, der Riss geht weiter hoch. So, hier bin ich wieder am Klettern, hier stehe ich ganz gut. Und deswegen habe ich hier gerade einen Friend gelegt. Und jetzt kommt noch der große Riss bis zum Standplatz, der müsste so gehen. So, Standplatz ist aufgebaut. Und ich sichere jetzt mit HMS. Und da habe ich noch einen Keil gelegt. Die Echse verlängert, weil ich hier lange nichts gelegt hatte. Weil die schweren großen Friends und die großen Hexcentrics, die hatte ich für die zweite Seillänge ihm unten gelassen, damit ich die nicht schleppen muss. Aber ging ja ganz gut. Hier fängt nämlich der große Riss an. Die zweite Seillänge. So, da konnte man zum ersten Mal was legen. Vorher war der Riss zu breit für große Friends und his Hexhängentricks. So, jetzt kletter ich mal los. Also hier passten 2 große Friends ein. Den einen habe ich hier schon rausgemacht. Der war hier und der andere ist hier. Jetzt geht's weiter bis zum Standplatz. Also, hier sind eigentlich 2 Bohrhaken an der schwierigen Stelle. Irgendwo ist aber ohne und hat da irgendwie einen Keil gelegt. Und ist ein bisschen weiter rechts lang. Also eigentlich geht die Route da lang. Da ist auch noch ein Haken auf dieser Platte. Und wir sind hier aber am Riff. Gehen wir jetzt weiter hoch. So, da habe ich jetzt Keil gelegt. Eccentrics gelegt, hier ein Friend gelegt, hier wieder ein Keil gelegt. Ja, seht ihr das? Und jetzt geht es hier weiter nach links rüber. So, hier nochmal ein Friend gelegt. Das ist der Rest der Route bis da oben hin. Und hier habe ich auch einige Sachen gelegt. Und wie ihr seht, habe ich einen Handklemmer gemacht im Riss. So, oben angekommen. Und hier kann man auch aussteigen und den Wanderweg runterlaufen. Wir werden wieder abseilen, weil wir unten die Rucksäcke stehen gelassen haben. So. Wirklich eine sehr schöne Mehrseillänge, die man clean klettern kann. Also die man clean klettern muss, bis auf
die mittlere Seillänge, da sind drei Haken drin, die man aber auch, wie man heute sehen konnte, umgehen konnte und rechts im Riss so ein bisschen absichern konnte. So, jetzt geht's ans Abseilen. Unten, das sind drei Abseillängen. Wir haben 70 Meter Seil mit und da reicht es auf jeden Fall. Das sind insgesamt 100 Meter. Also im Führer steht 3x30. Ja, 100 Meter ist es hoch zu klettern, weil man ja nicht gerade klettert. Dreimal genau gerade 30 reicht, aber wie gesagt, wir haben 70 Meter Seil, von daher reicht es noch besser. So, das ATC habe ich mal umgedreht, das Abseilgerät, weil die Rillen doch ein bisschen mehr bremsen und wir haben ja ein dickeres Seil. Und ja, klappt ganz gut. Macht auf jeden Fall immer Spaß, das Abseilen. So, jetzt sind wir beide gleich wieder unten. Das war die letzte Abseillänge. Sehr schöne Route, Traumroute. So, jetzt habe ich 4 Sachen Müll eingeräumt. Jetzt sieht es hier wieder besser aus. Ja, mach ruhig den Tobi. So, wunderschöner Wasserfall. Echt toll. Ja, also wir waren früher mal auf Routen und hier gab es einen Bergsturz. Da, wo wir geklettert sind, wir sind diesen Riss da lang, oberhalb vom Baum. Und das ist alles abgestürzt hier hin. Und deswegen gibt es jetzt diese neue Route da. Ja, das freut uns natürlich. Ja, war echt schön und guckt euch das mal an. Traumhaft, oder? Schön.